Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde D-Scan. Wir sind zurück in Lost Lake auf dem Weg zu Boozer. Wir wollen mal sehen, was er. Oh, was er von uns möchte. Na schön, okay, dann. Eieiei. Hat uns ein Wolf offensichtlich verfolgt. Können wir den eigentlich auseinandernehmen, der hier drin? Ei, das ist so ein mutierter. Ein Zombie-Wolf. Er hat uns gebeten. Er sagt, er braucht Hilfe und. Ja. Da komme ich vor den Schnee über den Haufen. Mal ganz entspannt. Gucken wir mal, was er von uns will, was er für ein Problem hat, außer dass ihm ein Arm fehlt. Wie geht's, Bruder? Dick. Ich könnte wirklich eine. Zweite Hand gebrauchen. Du legst dich hin. Ja, Ma'am. Er darf noch keinen Besuch haben, aber ich brauche wirklich Hilfe. Okay, bis später. Ich bin hier. Hey, Doc, im Ernst. Kann ich danach wieder Klavier spielen? Sehr witzig, William. Leg dich hin. Okay, Flohwalzer geht. Echt jetzt, es geht etwa so. Wie du siehst, geht es ihm schon viel besser. Das Fieber ist komplett weg. Oh, sehr gut. Alles klar, ich muss mich noch um was kümmern. Wie ich schon sagte, William verdankt dir sein Leben. Boozer schuldet mir einen Dreck. Ich schulde ihm. Ich hab noch zwei gerettet. Eddie und Mia wären gestorben ohne Antibiotikum. Das solltest du wissen. Gut. Damit sind wir ja bei 100%. Und Iron Mike's Camp baut auch Vertrauen auf, dass wir dann auch irgendwann die zweite Stufe erreichen. Was? Waffe freigeschaltet? Okay. Es scheint ihm schon etwas besser zu gehen. Gut, ansonsten haben wir noch eine Kopfgeldjäger-Mission hier drüben. Für Iron Mike und natürlich hier geht es weiter mit dem Nero-Forschungsteam. Das ist eine verflixte Gegend, weil dort haben wir ja die ganzen Zombies, da haben wir die Nester noch nie ausgeräuchert. Freaker sind es, Entschuldigung. Das macht es ein bisschen schwierig. Jetzt haben wir noch einen Fertigkeitspunkt. Ach, wir haben sogar noch zwei offen, das ist natürlich auch interessant. Ja, bisher waren die beim Überleben die spannendsten. Erhalte Ausdauerzug, wenn du Schaden erleidest. Okay, Schaden möchte ich ja eigentlich nicht allzu oft erleiden. Reduziert die Abklingzeit. Gibt dir bei geringer Gesundheit einen zusätzlichen Adrenalinstoß. Naja, dann machen wir das. Kann ja nicht schaden. Ja, gut. Haben wir jetzt. Und dann haben wir noch einen Punkt. Im Nahkampf haben wir dann noch irgendwas. Ja, kommt. Wir müssen ja früher oder später sowieso ein bisschen vorwärts kommen hier mit den Eigenschaften. Und wir machen ja viel mit dem Nahkampf. Daher ist das, glaube ich, auch ein guter Schritt, der nächste. So, dann könnten wir die Beute abgeben, die wir haben, um uns noch ein bisschen mehr Vertrauen und ein paar Credits zu verdienen. Hallo. Oh, okay, Moment. Das ist alles für heute. Ja, klar doch. Und Nahrungsmittel haben wir auch irgendwo. Und ich sehe, eigentlich müssen wir uns schon wieder heilen. Wo waren die Nahrungsmittel? Die sind da unten. Ach nee, da ist erstmal Ricky. Mit Ricky sollten wir reden. Dick, eine Gruppe Männer war hier und ballerte rum. Als wir sie nicht reinließen, fuhren sie weg. Ach, Scheiße.
Welche Richtung? Nach Westen. Aber sie fuhren nicht weit. Sie haben ein Camp nördlich von Eden Hill. Ich glaube, sie planen einen weiteren Angriff. Bitte sieh dir das mal an. Okay. Ja, ich kümmere mich. Danke, Deke. Das ist nicht so schön. Aber gehört halt mit dazu. Wo ist es? Da oben ist das Driftercamp. Das liegt da quasi auf dem Weg. Gut, trotzdem, wo ist denn jetzt der Koch? Da hinten ist irgendwo der Koch. Da laufen wir schnell noch hin, geben unsere gesammelten Sachen ab. Wir haben ein bisschen Fleisch, wir haben ein bisschen was an Pflanzen gesammelt. Es wird trotzdem natürlich nicht reichen, um hier die nächste Stufe zu erreichen. Was dazu zu sagen? Na ja, gut, das ist sehr wenig. Mehr habe ich nicht. Na gut, dann müssen wir erstmal die Mission machen. Ich werde mich zuerst jetzt in Richtung der Nero-Mission begeben. Und wenn wir das Camp... Ja, gehen wir weiter, Kollege. Ich heile mich mal zwischendurch. Und wenn wir das... Das andere Camp zwischendurch, jetzt ist er nicht aufgestiegen, was hat er denn da wieder? Wenn wir zufällig hier irgendwie vorbeikommen, wobei wir sind weit genug weg, dann hätten wir das gemacht. Ich fahre einfach los und wir treffen uns dann irgendwo hier am Eingang dieses Gebietes. Mal sehen, wie weit ich rankomme, bevor ich euch dann dazu hole. Wir sind ganz nah dran, wir sind schon in dem Gebiet, wo hier die Infizierten sind. Und... ja, da fehlen uns auch noch ein paar Nester, das wissen wir. Da war ja aber beim letzten Mal eine böse Horde. Und jetzt gibt es einen kleinen Zeitsprung. Denn es geht ja um Nero und da wird vielleicht wieder nachts irgendwie jetzt ein Helikopter gleich landen. Mal schauen, das ist auf jeden Fall Nacht, wie immer. Habe ich mich schon fast ein bisschen dran gewöhnt. Ist schon fast ungewöhnlich gewesen, tagsüber durch die Gegend zu fahren. O'Brien, ich bin bei einem deiner Signaltürme, der beim Rogue Camp. Drifter, St. John, meine ich. Verstanden. Was soll ich hier? Ich werde... ein Heli ist bereits zu dir unterwegs. Sei bereit, O'Brien Ende. Ah, deshalb bin ich hier. St. John, sie sollten längst bei dir aufgetaucht sein. Siehst du sie? Ja, die sind schwer zu übersehen. Was soll ich jetzt tun? Bleib an dem Forscher dran. Denk dran, wenn du nicht in Reichweite bist, kann ich die Daten nicht abgreifen. Ja, okay, ich hab's verstanden. Diesmal musst du einen ihrer Helis mit einem Peilsender versehen. Ich warte. Den Hubschrauber. Ich weiß, was ein Heli ist, O'Brien. Gut, okay. Wir können die Daten hochladen, sobald du nah genug bist. Also, was zum Teufel treibt ihr hier draußen, hä? Wolltet ihr nur mal kurz anhalten und euren Tank auffüllen, hä? Falls ihr das Schild nicht gesehen habt, kein Benzin. Mann, ich glaube, ihr habt ein ganz anderes Problem, oder? Gut. Momentan habe ich noch nicht den Forscher entdeckt, an dem ich dranbleiben soll. Was man dir sagt, jetzt lass gut sein. Ich platziere den Peilsender am Heli. Komm schon, Leute, ich... Was zur Hölle machen wir hier überhaupt? Wir haben genug Menschen. Sie dürfen mich nicht sehen. Scheiße, das dauert ja ewig. Keine Ahnung, ist klar. Ewig ist eine lange Zeit. O'Brien, der Sender ist bereit. Du müsstest sein Signal empfangen. Verstanden. Warte. Ja, wir empfangen es laut und deutlich. O'Brien, Ende. Da ist er. Wir haben oder die Studie von 24 Nistplätzen abgeschlossen. Einschließlich denen bei Marion Forks, dem Pioneer-Friedhof, dem Holzlager am Cascade Highway, dem Truckstop an der Old Belknap Road. Wie heißt er nochmal? Ah, Crazy Willys. Ja. Wir haben ganz zufällig noch ein zweites Nest entdeckt im Übrigen. Crazy Willy, südlich des Belknap Kraters. Eine Frage, Doc. Klar, ist ja nicht so, als hätte ich zu tun. Die Nester. Wieso bauen sie nur in, Gebäuden, Häusern, Hütten und so? Wir haben die Theorie, dass...
nicht. Halt! Keine Bewegung! Wir könnten doch Freunde sein, oder nicht? Ja, könnten wir. Gut, war jetzt nicht so clever. Mal gucken, wo das Speicherpunkt war. Das war gleich nochmal. Da reingehen. Na, lass uns mal markieren. Lasst uns nicht markieren. Der Heli ist schon... ist schon verarztet. Oder die Studie von 24 Nistplätzen abgeschlossen, einschließlich denen bei Marion Forks, dem Pioneer-Friedhof, dem Holzlager am Cascade Highway, dem Truckstop an der Old Belknap Road. Wie heißt er nochmal? Ah, Crazy Willies. Ja, sehr rustikal und touristisch. Manche Dinge aus der alten Welt vermisse ich nicht. Crazy Willy, südlich des Belknap-Kraters. Eine Frage, Doc. Klar, ist ja nicht so, als hätte ich zu tun. Nester. Warum? Wir wissen es nicht. Wieso bauen sie nur in, naja, Gebäuden, Häusern, Hütten und so? Wir haben die Theorie, dass... sie finden sich nie dort, wo wilde Tiere sie bauen. Räumen oder in der Wildnis, nur in Häusern. Sind sie fertig? Sorry. Die Jungs im Labor haben eine Theorie. Ich bin sicher, wenn sie darüber reden wollen, kommen sie zu den Baracken, um es ihnen mitzuteilen. Oh je. Ich frag ja. Ich krieg auch Sachen. Sind wir gerade schon wieder erwischt worden oder waren wir jetzt zu lange zu weit weg? Ja, gut, dann probieren wir es einfach nochmal. Wie lange das wohl dauern wird? Verdammt lange. So lange dauert's. Da ist er. Wir haben die Studie von 24 Nistplätzen abgeschlossen. Einschließlich denen bei Marion Forks, dem Pioneer-Friedhof, dem Holzlager... Gut, die Story kennen wir jetzt schon. Wie gesagt, wir haben ganz nebenbei noch ein zweites Nest entdeckt an dieser Stelle. Sind zwei Nester ganz nah beieinander. Das hatte ich natürlich zuletzt nicht so auf dem Schirm. Und das macht es einfacher, dann fehlt noch ein drittes Nest in diesem Gebiet. Aber da können wir schon mal... nebenbei das mit erledigen. So, mal gucken, dass wir diesmal besser daran bleiben. Hoffen wir, dass uns da hinten nicht entdeckt. Sie sprach: Gebt mir den Kopf von Johannes dem Täufer. Und der König war sehr betrübt. Netter Name für einen Ferienort. Allerdings. Wie gesagt, manches an der alten Welt vermisse ich nicht. Upload abgeschlossen. Ja. Die Bibel. Jetzt. Gut. Jetzt auch noch Bibelverse. Netze. Können zurück. Die Hölle los und man selbst liest ein wenig in der Bibel. Gott, O'Brien. Erledigt. Okay, jetzt muss ich nur noch weg. Wo ist denn der andere? Wer hinten nicht vor uns einer? Die haben aber mein Bike weit weggestellt, nachdem wir einmal erwischt wurden. Beziehungsweise, nee, wir sind ja mit einer Cutscene hier drin gelandet. Da haben wir das Biker sowieso irgendwo stehen gehabt. Ja, gut. Wir haben wieder ein bisschen was erfahren über die Frieger. Hier geht es auf jeden Fall noch weiter. Da haben wir noch nicht allzu viel gut. Wie sieht's aus? Wenn wir schon mal hier sind. Es sind gerade kein... O'Brien, hörst du mich? Ich kann gerade nicht. Funk mich später.
O'Brien, oh, verdammt. Ich bin's langsam leid, deinen Boten zu spielen, O'Brien. Ja, wir nehmen uns gleich noch ein bisschen Zeit, die Frieger zu erledigen und das Bike nachzutanken. In der Hoffnung, dass er nicht wieder gleich eine ganze Horde auftaucht. Es sind schon wieder mehrere. Denn wir haben ja zwei Nester. Und vielleicht können wir die ja gleich mit erledigen. Dort oben kommen sie rausgekrabbelt. Ach ja, schon wieder alles. Ach, schon wieder viel los. Dann immer mehr. Na gut, aber ein bisschen was können wir ja machen. Zack, jeder Kill hilft weiter. Zetern-Setzling, sehr gut. Da können wir Bolzen, Armbrustbolzen herstellen. Guckt ja an, wie viele das sind. Ja, sind zwei Nester, ne? Und nachts schwärmen sie aus, tagsüber sind sie in ihren Nestern drin. Ne? So ist es normalerweise gewesen immer. Und so wird es auch diesmal sein. Gut, mal gucken, ob er uns entdeckt hat oder nie. Okay. Da läuft einer, vielleicht kriegt man den von hinten. Jetzt kommt schon wieder komische Musik, das klingt nach Horde. Na, diese Musik war eigentlich immer dann, wenn eine Horde in der Nähe ist. Ich weiß auch nicht, ob sich das hier, ob das überhaupt was hilft, wenn ich die dezimiere, Stück für Stück. Okay, hat er mich gesehen? Nee. Das ist der Vorteil, ein bisschen blind sind sie auch. Könnt ihr mich riechen oder wie orientieren die sich? Was ist da drüben los? Warum sind die gerade so fuchsteufelswild geworden? Guck mal, es werden schon wieder mehr. Da kommen einfach welche nach. Kannst den ganzen Tag nur Frieger töten. Da kommt sie, die Horde. Eieieiei, nee, das ist ja wieder. Hätten wir schneller sein müssen, ne, mit den Nestern. Oh, guck mal, die können sogar die Tür aufmachen. Horde aufgegangen, die Tür. Ja, hier ist ja ordentlich was los. Oh, hier hinten hat sich auch jemand dran geschlichen. Und irgendwo da drüben steht mein Bike. Wollen wir denn einen abgründigen hier noch? Wo will er denn hin? Ins Jenseits? Ja, sehr gut.
Gut, aber so wie es aussieht, werden wir hier wohl uns mit der Horde nicht anlegen wollen. Wo ist er denn jetzt hin? Da hinten marschiert sie. Das ist ein Tank-LKW. Können wir den... Jetzt haben wir den Gegner markiert. Können wir den hochjagen? Nee, ne? So, vielleicht kriegen wir ihn noch von hinten. Ja, so wie der durch die Gegend läuft, kriegt er gar nichts mehr mit. Und da unten läuft noch einer. Da kommt auf uns drauf zu. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich ist das völlig egal, wie viele wir hier einzeln killen. Stück für Stück scheinen die nachzuspawnen. Dann bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig, als tagsüber mal hierher zu kommen, wenn vielleicht nicht so viel los ist. Und dann tatsächlich, wenn die Horde nicht in der Nähe ist, einfach mal in jedes Nest einen Molly reinschmeißen, damit sich der Spuk hier erledigt. Denn ich fürchte, wenn ich jetzt das versuche, müsste irgendwie vorlaufen, einen Molotow-Cocktail reinbauen in das Nest und dann wegkommen. Naja, wir können ja mal mit einer kleinen Schnellspeicherung. So. Können wir es ja mal versuchen, ob wir rankommen. Ob wir nah genug rankommen. Weiß auch nicht, ob die Horde gleich umdreht und dann haben wir das Ganze wieder an der Backe hier. Die scheinen nach Hause zu gehen. Bricht jetzt der Tag an. Man kann hier irgendwie, glaube ich, nichts sehen. Wenn es jemand weiß, gerne einen Hinweis in die Kommentare. Kann man irgendwo die Ingame-Uhrzeit erkennen? Sich anzeigen lassen. Dass man weiß, wie nah man am nächsten Morgen dran ist oder am nächsten Abend. Den Kollegen, okay, der hat uns entdeckt. Da geht die Horde zurück. Da können wir uns erstmal um den hier kümmern, der schon wieder weglaufen will. Okay. Hat nicht geklappt mit einem Schleichangriff. Tut aber nichts zur Sache. Ich habe genug Schrott eingesammelt. Da werde ich auch immer zwischendurch dafür sorgen müssen, dass ich da genug Nachschub habe, um meinen Baseballschläger oder was auch immer von der Nahkampfwaffe, um die reparieren zu können. So, die laufen da hoch. Da markiere ich mal nochmal hier hinten einen. Vielleicht kann ich dann tatsächlich jetzt noch die Nester machen. Wenn ich den einen hier noch... Kann natürlich sein, dass das zweite Nest gar nicht angezeigt wurde beim letzten Mal. Weil wir das Nest für die Mission ja brauchten. Oh, noch einer. So, und jetzt? Wo ist es denn jetzt? Schade. Da habe ich zu spät gesehen, dass es mit einem Nahkampfangriff gegangen wäre. Sehr schön. Ui, ui.
Die finden das nie lustig, dass ich ihr Nest zerstört habe, wie man sieht. Und da scheint auch jemand von der Horde zurückgekommen zu sein. Ich hatte mir von der Horde welche markiert. So, wäre gut, wenn wir das zweite Nest auch noch hinkriegen, aber das ist ja hier ein, ja, eine unendliche Geschichte. Schaut euch das an. Ah, danke, du drehst mir den Rücken zu, bleib so. Ja, okay, jetzt hab ich ein bisschen... Okay. Hast du mich verloren? Ich hab dich nie verloren. Zack. Vorbei. Kommt die Horde zurück? Ah, schwer zu sagen. So, an welcher Stelle war denn jetzt das zweite Nest? Das war doch gleich daneben an. Hier werden mir sogar noch beide Nester angezeigt. Sind das tatsächlich dann alle Nester schon? Das war natürlich interessant. Gott. Hier ist aber viel los. Ach so. Fragen das so aus diesmal? Den durften wir erwischen. Läuft. Einmal heilen. Kommt ihr zurück? Ja, die kommen schon wieder zurück. Unglaublich. Na gut, das ist eine längere Geschichte. Aber halb so wild, das ist auf jeden Fall was, was wir schaffen können. Ich würde sagen, das ist auch halb so wild. Das Prinzip ist erkannt, was ich vorhab, nämlich die vier Nester ausräuchern, beziehungsweise zwei sind es ja noch, insgesamt sechs Stück. Oh, das werde ich noch versuchen. Mache ich allerdings offscreen, denke ich. Ihr wisst, wie grundsätzlich Nester ausräuchern geht. Und dass das zu schaffen ist, ist auch klar. Dann sehen wir uns morgen wieder. Für heute verabschiede ich mich. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.